Hallo, in diesem Video zeige ich die Eigenschaften von Alkanen innerhalb der homologen Reihe und hier geht es darum, wie sie sich bei der vollständigen und bei der unvollständigen Verbrennung verhalten. Los geht's! Hier sehen wir nochmal die homologe Reihe der Alkane. Die sind geordnet nach der Anzahl der C-Atome in dem Molekül. Dementsprechend gibt es einen Namen dafür, die ihr am besten auswendig lernt. Die entsprechenden Summenformeln sehen wir hier. Methan hat CH4, Ethan C2H6 und so weiter. Es kommt immer ein C-Atom hinzu und jeweils noch zwei Wasserstoffatome. Wenn wir die Anzahl der C-Atome mit N bezeichnen, dann ist die entsprechende Summenformel CnH2n+2. Wie kommt das zustande? Sehen wir an der Strukturformel, mit jedem weiteren Schritt kommen ein Kohlenstoffatom und zwei Wasserstoffatome hinzu, deswegen steht hier die 2N. Und diese plus 2 hier hinten, das sind die beiden endständigen Wasserstoffatome, die ja unverändert bleiben. Anhand der Summenformeln können wir uns auch die Molmasse des jeweiligen Alkans berechnen. Ein Kohlenstoffatom hat ja die Molmasse 12 Gramm pro Mol, jedes Wasserstoff 1 Gramm pro Mol. So kommen wir hier in der Summe auf 16 Gramm pro Mol für Methan. Und mit jedem weiteren Schritt kommen 14 Massen hinzu. Insgesamt können wir dafür die Formel aufstellen 14N, weil wir immer einen Kohlenstoff und zwei Wasserstoff hinzubekommen, plus die zwei Wasserstoffe von Anfang an. Und die Länge dieser Kohlenstoffkette hat entscheidenden Einfluss auf verschiedene physikalische und chemische Eigenschaften des Alkans. Insbesondere steigt der Siedepunkt der flüssigen Phase kontinuierlich mit der Länge der Kohlenstoffkette an. Warum das so ist, sehen wir auch hier wieder an der Strukturformel. Schauen wir uns mal das Ethan an. Hier zwischen den beiden Ethanmolekülen in der Flüssigkeit bilden sich sogenannte Van der Waals-Kräfte, das sind Anziehungskräfte zwischen den beiden Molekülen. Betrachten wir nun ein längeres Molekül, hier das Propan, dann können sich hier stärkere Van der Waals-Kräfte zwischen den beiden Molekülen ausbilden. Längere Kohlenstoffkette bedeutet mehr Van der Waals-Kraft und damit halten in der Flüssigkeit die Moleküle besser zusammen und können nicht so leicht verdampfen. Wo spielen diese Stoffe bei Verbrennung eine Rolle? Ja, insbesondere bei Benzin, das was wir an der Tankstelle bekommen. Und zwar Benzin ist eine Mischung aus mehreren Alkanen und noch einigen weiteren Kohlenwasserstoffen. Und zwar beim üblichen Superbenzin haben wir die Reihe vom Pentan bis zum Undekan. Das liegt einfach daran, weil diese Stoffe hier bei Raumtemperatur flüssig sind, aber noch nicht zu schwerfällig. Während beim Diesel hat man die etwas längerkettigen Alkane. Außerdem Siedepunkt hängt auch die Dichte der jeweiligen Flüssigkeit von der Länge der Kohlenstoffkette ab. Methan bis Butan sind unter Normalbedingungen alle gasförmig, während ab Pentan haben wir ja eine Flüssigkeit vorliegen und wir sehen, je länger die Kohlenstoffkette ist, desto dichter, also spezifisch schwerer, ist der jeweilige Stoff. Das liegt einfach daran, weil in einem langkettigen Molekül die Kohlenstoffatome dichter beisammengepackt sind, als wenn sie in kurzkettigen Molekülen nebeneinander herschwimmen. Schauen wir uns noch die Energie an, die man gewinnt, wenn man diese Alkane verbrennt. Das ist die sogenannte Verbrennungsenthalpie, wird angegeben in Kilojoule pro Mol, also die Energie, die man pro ein Mol bei der Verbrennung erhält. Wir sehen auch hier, dass mit der Länge der Kohlenstoffkette die Verbrennungsenthalpie gleichmäßig ansteigt. Die Werte sind negativ, das bedeutet, dass Energie frei wird beim Verbrennen. Und wir sehen, dass pro Kohlenstoffatom noch ungefähr 640 Kilojoule negativ bei jedem Schritt hinzukommen im Durchschnitt. Auch hier überlegen wir uns, wie man das erklären kann. Ja, wir sehen hier das Ethan im Vergleich zum Propan. Beim Propan kommen hier eben drei Bindungen hinzu und die Energie, die beim Verbrennen frei wird, die steckt hier in dieser Bindungsenergie dieser Elektronen. Und da mit jedem weiteren Kohlenstoffatom weitere drei Bindungen hinzukommen, steigt diese Enthalpie ungefähr linear an.
Okay, so viel zur homologen Reihe. Jetzt schauen wir uns mal die Reaktionsgleichungen an beim Verbrennen der Alkane. Wir haben die Situation, dass wir ein Alkan vorliegen haben, das reagiert mit Sauerstoff und verbrennt in einer Reaktion zu Kohlendioxid und Wasser. Wir merken uns diese Wortgleichung für die vollständige Verbrennung der Alkane. Vollständig bedeutet, dass das Alkan vollständig verbrannt wird und es entsteht dabei nur Kohlendioxid und Wasser. Vielleicht wundert ihr euch, dass bei der Verbrennung von Alkan Wasser oder Wasserdampf entsteht, aber ja, das habt ihr sicher schon beobachtet, dass bei einem Auto manchmal aus dem Auspuff hinten Wasser raustropft. Das ist das Reaktionswasser, das hier entstanden ist. So, merkt euch diese Wortgleichung für die vollständige Verbrennung der Alkane. Jetzt setzen wir das in einer kleinen Aufgabe um. Wir wollen mal die Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung von Pentan aufstellen. Wir nehmen also die Summenformel für Pentan, C5H12, fügen Sauerstoff hinzu und es soll Kohlendioxid und Wasserdampf entstehen. Nun wollen wir die Gleichung ausgleichen, also wir brauchen die stöchiometrischen Faktoren, dass wir auf der rechten und linken Seite gleich viele Atome haben. Wir beginnen mit dem Element, das auf der linken und der rechten Seite nur einmal vorkommt. Da lässt sich nämlich die Zahl eindeutig bestimmen. Links haben wir 5 C-Atome, dann brauchen wir rechts ebenfalls 5 C-Atome. Als nächstes Element, das links und rechts nur einmal vorkommt, nehmen wir uns den Wasserstoff. Links haben wir 12 H, dann brauchen wir rechts auch 12 H, das heißt insgesamt 6 Wassermoleküle. Nun können wir uns dem Sauerstoff widmen. Wir sehen, auf der rechten Seite sind wir ja schon fertig. Da haben wir hier 10 Sauerstoffatome, hier 6 macht zusammen 16. Also brauchen wir auf der linken Seite 8 mal O2. Fertig ist die Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung von Pentan. Damit können wir jetzt weitere Aufgaben rechnen. Beispielsweise 1 Liter Pentan soll an der Luft vollständig verbrennen. Und wir berechnen, wie viel Energie dabei frei wird und wie viel Gramm Kohlendioxid entstehen. Dazu brauchen wir wieder die Reaktionsgleichung von eben. Gegeben ist das Volumen an Pentan. Also nehmen wir uns diese Angabe 1 Liter Pentan und versuchen die in eine Stoffmenge umzurechnen. Wir wissen, Volumen mal Dichte ergibt die Masse. Wir kennen das Volumen, wir kennen die Dichte, also können wir uns damit die Masse Pentan ausrechnen. 1 Liter Volumen mal 0,63 Kilogramm pro Liter hatten wir vorhin in der Tabelle der homologen Reihe für Pentan. Ergibt multipliziert 630 Gramm Pentan. Im nächsten Schritt können wir die Masse an Pentan umrechnen in eine Stoffmenge Pentan. Hierzu ist die Formel: Stoffmenge ist Masse geteilt durch Molmasse. Die Werte eingesetzt, 630 Gramm Pentan durch die Molmasse, haben wir uns vorhin in der Tabelle überlegt, ist bei Pentan 72 Gramm pro Mol. Das ergibt 8,75 Mol. Wir sehen auch, die Einheiten Gramm und Gramm kürzen sich sehr schön weg. Übrig bleibt Mol. So muss es sein. Wenn man also diese Formel mal vergessen hat, kann man sich anhand der Einheiten immer überlegen, was man durch was teilen muss. Wenn wir nun die Stoffmenge Pentan kennen, können wir uns daraus auch die Energie berechnen. Die Energie ist nämlich die Stoffmenge mal die Verbrennungsenthalpie, die wir auch vorhin in der Tabelle hatten. Das ergibt also 8,75 Mol mal der Enthalpie 3536 Kilojoule pro Mol gibt 30.940 Kilojoule. Damit haben wir den ersten Teil der Aufgabe geklärt. Wir haben die Energie berechnet. Als nächstes brauchen wir die Gramm Kohlendioxid, die bei dieser Reaktion entstehen. Wir sehen, dass aus einem Mol Pentan 5 Mole CO2 werden. Also nehmen wir die Mole Pentan, multiplizieren mit 5 und bekommen 34,75 Mol Kohlendioxid. Diese Stoffmenge können wir jetzt wieder zurückrechnen in eine Masse Kohlendioxid. Wir nehmen uns wieder diese Formel, stellen sie nach der Masse um. M ist Stoffmenge mal Molmasse und bekommen 1925 Gramm Kohlendioxid. Auch hier gilt wieder, dass sich die Mol in Zähler und Nenner wegkürzen. Übrig bleiben Gramm, so wie wir es für eine Masse benötigen.
So, nun haben wir beim Verbrennen ja ein Umweltproblem. Wir wollen auf der einen Seite möglichst viel Energie gewinnen, auf der anderen Seite möglichst wenig CO2 ausstoßen. Können wir uns dadurch vielleicht helfen, dass wir nicht Pentan verbrennen, sondern ein anderes Alkan? Nehmen wir mal ein langkettiges, vielleicht Dekan, und überlegen uns, was passiert denn bei der vollständigen Verbrennung von 1 Liter Dekan? Stellen wir uns die entsprechende Reaktionsgleichung für Dekan auf. Hier bekommen wir 15,5 mal O2. Es ist kein Problem, wenn hier eine Bruchzahl steht, denn die Anzahl der Atome ist nach wie vor ganzzahlig. Wir können nun die gleiche Rechnung wie vorhin für Pentan ausführen. Wir rechnen 1 Liter Dekan um in eine Stoffmenge, das sind 5,14 Mol. Schauen uns die Enthalpie von Dekan an und bekommen insgesamt 34.181 Kilojoule. Das ist etwa 10% mehr als beim Pentan. Vergleichen wir dies auch mit dem CO2-Ausstoß. Hier haben wir also jetzt die zehnfache Menge an CO2 gegenüber dem Dekan, macht 51,4 Mol CO2. Multipliziert mit der Molmasse vom CO2 bekommen wir 2262 Gramm. Also etwas mehr Energie, etwas mehr CO2 und das Verhältnis ist fast genauso gut oder schlecht wie beim Pentan. Es macht also kaum einen Unterschied, welches Alkan man verbrennt. Kommen wir nun zur unvollständigen Verbrennung. Wenn wir nämlich zu wenig Sauerstoff zuführen, kann nicht das gesamte Alkan zu Kohlendioxid umgesetzt werden, sondern es passiert das, was ihr von einer rußenden Kerze kennt. Es entsteht einmal Ruß, also Kohlenstoff, dann noch ein Kohlenmonoxid, was eben weniger Sauerstoff enthält als das Kohlendioxid, und eben noch das Wasser. Wir merken uns diese Wortgleichung für die unvollständige Verbrennung, dass eben zusätzlich noch Ruß und Kohlenmonoxid entsteht. Achtung, Kohlenmonoxid ist ein sehr giftiges Gas. Auch hier stellen wir uns eine kleine Aufgabe. Stelle die Reaktionsgleichung für eine unvollständige Verbrennung von Dekan auf, bei der 10% des Dekans zu Ruß und 20% des Dekans zu Kohlenmonoxid umgesetzt werden. Wir setzen zuerst diese Wortgleichung in eine Stoffgleichung um und bestimmen auch hier wieder die stöchiometrischen Faktoren. Beginnen wir mit dem Kohlenstoff. Da wir 10% des Dekans zu Ruß umsetzen, heißt es, dass von diesen 10 C-Atomen nur ein Kohlenstoffatom zu Ruß wird. Weiters werden 20% der Kohlenstoffatome zu Kohlenmonoxid umgesetzt, also haben wir hiervon 2. Die restlichen 7 Kohlenstoffatome müssen dann zu CO2 werden. Nun betrachten wir noch den Wasserstoff. Links haben wir 22 Wasserstoffatome, also brauchen wir auf der rechten Seite 11 mal H2O. Zuletzt betrachten wir den Sauerstoff. Rechts haben wir 2 plus 14 plus 11 Sauerstoff, macht zusammen 27. Das heißt, wir brauchen hier 13,5 O2-Moleküle. Das ist tatsächlich etwas weniger als die 15,5, die man bei der vollständigen Verbrennung hatten. Wir wollen nun noch uns überlegen, wie viel Gramm von dem giftigen Kohlenmonoxid bei dieser Verbrennung von 1 Liter Dekan entsteht. Dazu berechnen wir uns zuerst wieder die Masse des Dekans. Also 1 Liter Dekan mit der Dichte multipliziert gibt 730 Gramm. Daraus können wir uns die Stoffmenge berechnen. Geteilt durch 142 Gramm pro Mol gibt 5,14 Mol Dekan. Aus jedem Mol Dekan entstehen 2 Mol Kohlenmonoxid, also multiplizieren wir diesen Wert mit 2. Und aus der Stoffmenge bekommen wir die Masse von Kohlenmonoxid, indem wir es mit der Molmasse von CO, also von 12 plus 16, gibt 28 Gramm pro Mol, multiplizieren, gibt 288 Gramm Kohlenmonoxid. Das ist eine ganze Menge, das reicht, um tot umzufallen. Deswegen zum Abschluss mein Hinweis, niemals in geschlossenen Räumen grillen. Okay, das war's.